Freezer ist für all das verantwortlich. Wir Saiyajins haben uns damals für ihn den Arsch aufgerissen. Wir standen unter seinem Kommando und haben immer alle Befehle ausgeführt, die er gegeben hat. Unser Verhalten war absolut vorbildlich. Und trotzdem fiel ihm als Geste der Anerkennung nichts anderes ein, als unseren Planeten zu pulverisieren und damit Tausende von Soldaten zu vernichten. Wir sind vor dem Untergang glücklicherweise bewahrt geblieben. Aber unsere Väter hatten weniger Glück. Sie haben es beide nicht geschafft. Und dieser Tyrann hat alle auf dem Gewissen. Nur weil er Angst hatte, einer von uns könnte zum Super Saiyajin werden. Lass du nicht sagen, Kleiner. Wirklich? War es so? Du musst unser Volk und unsere Väter rächen. Deshalb musst du Freezer vernichten. Mit deinen Saiyajin-Händen. Ich bitte dich, lösch ihn aus. Bitte, ich verlasse mich auf dich. Versprich es mir. Vegeta. Du weinst und bittest mich um solch ein Versprechen? Dann musst du sehr gelitten haben. Ich weiß, es ging dir nicht um die Rache für dein Volk, sondern darum, dass du nach seiner Pfeife tanzen musst. Du warst ein Verräter. Und ich habe dich gehasst für all das, was du uns angetan hast. Aber du hast bis zum bitteren Ende gekämpft. Ich bin sehr stolz auf dich. Ich werde gegen Freezer kämpfen und euch alle rächen. Für all die Krieger, die unter deiner elenden Tyrannei gelitten haben. Und für alle Bewohner des Planeten Namek, die deinetwegen leiden mussten. Dafür wirst du jetzt bezahlen. Verabschiedet sich keiner und schon gar nicht Leben. Niemand wird den Planeten verlassen. Kalin, pass auf! Das finde ich wirklich witzig, ja? Tu etwas, kämpf dagegen! Wie denn? Kalin, nein, Kalin! Hör auf, er ist zu schwach, um sich zu wehren! Und nun
kannst uns auch Quellin. Ist er auch nicht mehr am Leben? Ja, das war sein Ende. Wenn ich mit dem kleinen Furz da fertig bin, falte ich dich zusammen. Du elender Feigling! Er war doch noch fast ein Kind. Oder was bist du eigentlich? Oh, habe ich etwa vergessen, mich vorzustellen? Ich bin ein Saiyajin, der von der Erde gekommen ist, um dich zu erledigen. Ich habe ein reines Herz, aber ein gewaltiger Zorn hat die Urkraft in mir entfesselt. Weißt du nun, wer ich bin? Ich bin der legendäre Super Saiyajin!